Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Firma Berufsbekleidung Leising in Ippenbüren. Ihr Fachmann für Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und textile Veredelung. Berufsbekleidung Leising, Gutenbergstraße 8 in Ippenbüren. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kornstein TV. Heute nach dem Spiel der A1 gegen Techte. Ja, Steffen, wolltest du ein paar Takte zum Spiel sagen? Ja, also heute war für uns nicht viel zu holen. Im Endeffekt 2-4 verloren, noch glücklich einen Elfmeter bekommen in der zweiten Halbzeit. Also das Ergebnis klingt sogar noch schöner, als das Spiel heute war. Ja, wirklich von der ersten Minute bis zur letzten relativ lethargisch gewesen, nicht richtig ins Spiel gefunden. Ja, hatten uns eigentlich vorgenommen, den Gegner hoch zu attackieren. Das hat heute gar nicht funktioniert, muss man ehrlicherweise gestehen. Und haben dann auch selber den Weg nicht so richtig offensiv ins Spiel gefunden und dementsprechend dann auch verdient heute in der Höhe verloren. Ja. Was man dazu sagen muss, momentan fehlen uns natürlich verletzungsbedingt einige Spieler, das da heute weh kommt und nicht auffangen. Ja, hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Wochen wieder besser wird. Ja, wie sieht denn das nächste Programm so aus? Hast du was im Kopf? Ja, genau. Nächstes Spiel ist gegen Gescher, auch nochmal ein ganz klares 6-Punkte-Spiel, stehen selber auch unten in der Tabelle. Danach geht es dann erstmal in 3 schwere Spiele rein, dann haben wir Warendorf, Senden und Herbern. Also das werden eine interessante Woche. Also nächste Woche ist ein 3er Pflicht und dann müssen wir gucken, dass wir aus den 3 Spielen danach das Bestmögliche mitnehmen. Ja, dann haben wir natürlich noch wen hier stehen. Die meisten werden dich kennen, aber du kannst ja mal kurz sagen, wer du bist und was dich denn hierher verschlagen hat. Ja, genau. Kennen mich eigentlich fast alle, denke ich mal. Ja, ich, Raphael, sag ich mal, kennt mich ja jeder. Ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre in Lotte die U23 gemacht, habe eigentlich, denke ich, dort erste Erfahrung im Seniorenbereich gemacht. Dann habe ich mich dann entschieden, im Dezember, Anfang Januar eben Lotte zu verlassen. Das habe ich dann dem Vorstand auch eben bekannt gegeben, dass ich dort aufhöre. Und ja, haben uns dann eben da eben getrennt im Januar. Und ja, habe ich dann Anfang Januar und im 7. war es mit Volker, Steffen und Lena zusammengesetzt. Da haben wir das Projekt vorgestellt eben für die ISV und wir haben uns schnell geeinigt, sag ich mal, und haben dann eben gesagt, dass wir die A-Jugend eben nächstes Jahr machen. Ja, hast ja schon ein paar Eindrücke gesammelt. Ja, genau. Heute war natürlich nicht so erfreulich, das 4-1 gegen auf 4-2 gegen Techte. Jetzt so Verzerrung gegen Borussia Münster, ein wichtiger Dreier. Aber ich bin eigentlich noch ganz gute Hoffnung, dass die Jungs das packen. Gerade mit Steffen glaube ich, dass sie den richtigen Trainer jetzt für die Situation eigentlich haben. Und ich bin ganz guter Dinge, dass die nächsten Wochen positiv verlaufen werden, gerade gegen die stärkeren Gegner, dass man da vielleicht einen Bonuspunkt eben holt. Aber ich glaube, dass die Jungs dann sie jetzt nochmal wirklich sich hinsetzen, die nächsten Spiele gut bestreiten werden. Ja, da wollen wir doch mal von ausgehen, nächste Saison auch in der A-Jugend auf Bezirksliga. Gut, dann danke ich euch beiden und bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut.